Es ist Dienstag oder so, hoffe ich zumindest. Wir sind immer noch stealth unterwegs im Rahmen der Möglichkeiten dieses Spiels. Was irgendwie nicht so... Sir, ja, Sir! Was Charakter habe ich freigeschaltet? Brandon? Howard Brandon, GCPD-Leutnant SWAT-Team, Gotham City, 1,90, 105 Kilo? Das ist trotzdem bei der Größe übergewichtig, oder? Das sind Muskeln. Der schießfähige Anführer der gefürchteten taktischen Einheit des GCPD. Setzt häufig nötige und Einschüchterung gegen Kriminelle wie Zivilisten ein. Einer der korruptesten Polizisten Gothams. Guter Schütze, taktische Kampftechnik oder Beweis gestellt. Brandon ist der Inbegriff dessen, was mit den GCPD nicht stimmt. Er steht auf der Lohnliste beinahe jeder wichtigen Verbrechensorganisation der Stadt und erpresst mittels Einschüchtern wehrlose Bürger. Brandon war Lobs Günstling und wird nach dessen Tod alles versuchen, um sich eine Beförderung zu sichern. Auch wenn er nicht einmal in der Auswahl für den nächsten Kommissar steht, wird er sicher gehen wollen, dass der nächste Polizeichef den Status quo aufrechterhalten wird. Ah ja. Sir, ja, Sir. Dienstschützen? Nee, Dienstschützen? Ihr habt alle euer Leben riskiert, als er das... Wenn er keinen Dreck am Stecken hat, hängen wir ihm was an. Ich höre. Was, wenn Captain Gordon die ganzen Schläger aus den Zellen rauslässt? Du meinst, wir lassen sie raus? Ein kleiner Gefängnisaufstand. Direkt hier im GCPD. Dann sieht's aus, als hätte er die Kontrolle verloren. Klingt gut. Wie machen wir es? Lass mich drüber nachdenken. Und hast du schon eine Idee? Ich denke noch. Immer mit der Ruhe. Ich kenne deine Starten. Neues aus der Zentrale. Auf Hinweise, die von... Was zur Hölle hat er gerade gemacht? Mord am Kopf mit Luft zu tun hat, hören, ist eine Belohnung von 25. Lasst euch was an! Schnappt sie euch, Junge. Diese weiten, gap-closenden Sprünge immer, ne? Gut, dass die Polizeibeamten auf ihrer Wache auch nicht bewaffnet sind. Das muss man bei den Korruptionsleveln wahrscheinlich auch gut beachten, dass man die Leute, die ihre Waffen vorne am Eingang abgeben. Das hat ja auch gar keinen Sinn, dass die immer was in der Hüfte haben. Was? All felony and first degree misdemeanor arrest must be fingerprinted. Die machen jetzt direkt die Beerdigung? Der ist vor ein paar Stunden gestorben, oder nicht? Begnadeter Gesetzeshüter, aha. Davon... Wissen Sie mal, ist das... Private G. Allen, keep locked. Kommen wir nur rein? Meine... Das, die Fensterscheiben hier sehen relativ stabil aus. Ja, gut. Okay, diese Tür ist dann wahrscheinlich auch sehr zu. Jupp. Wie genau kommen die Beamten eigentlich hier von einem Raum zum nächsten, wenn hier irgendwie alles zu ist? Auf, Verhörraum. Also, Maja. Was kann dein Unterbrecher denn so? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, aber hauptsächlich jede Menge geht dich gar nichts an. Schön, wenn du es so haben willst. Vielleicht. Ey, das ist ein guter Kumpel. Lass uns aus der Beweismittelsicherung einen Blick darauf werfen. Sie sind aber ein bisschen grob. Ich hoffe, er ist nicht zerbrechlich. Du willst die harte Nummer, Alter. Wie wär's, wenn ich meinem Cousin von der Gazette was über die Kohle stecke, die ihr vom Pinguin und so abzieht? Abschaum wie du will ein Cousin bei der Gazette haben? Und das soll ich dir glauben? Ich sehe dich nicht die Beweismittelsicherung anrufen. Ihr Kopf seid alle gleich, aus mir kriegt ihr gar nichts raus. Wie schon gesagt, ich habe die ganze Nacht Zeit. Das geht für uns beide, Kumpel. Ja gut. Im Hintergrund steht auch zu Surfen Protect. Na gut, dann legen wir mal los. Nicht du schon wieder! Hallo! Er hat immer noch seine Mütze, ne? Du wirst nirgendwo hinlaufen. Nie wieder. Nee, nee! Du kannst dich mal dafür verantworten, dass du mich vom Dach geschmissen hast, Alter! Nein, du antwortest mir. Wie funktioniert dieser Unterbrecher? Wag doch die Bullen! Die Beweismittelsicherung hat ihn! Wie wär's mit einem Spaziergang auf dem Dach? Okay, okay. Du gewinnst! Er blockiert Waffen, überbrückt elektronische Schlösser und lässt du mich jetzt los? Wie ist das beim letzten Mal für dich ausgegangen? Wird der jetzt zum Running Joke, der Typ? Was? Charaktertrophäe? Wiki, große Klappe, LeBlanc?
Er hat seine eigene Seite. Ich meine, eigentlich ist das ein fröhlicher Typ. Ich mag ihn irgendwie. Vor allem, weil er konsequent eine scheiß Weihnachtsmütze bei hat. Wie die Mastery-Team knickt er gegen Schnellkräger ein, hat die Verbindung über die ganze Stadt verteilt, könnte dank seinem Kontakte ein potenzieller Informant sein, arbeitet für Oswald Cobblepot. LeBlanc war ein unbedeutender Waffenschmuggler, der sich mit Pinguinsleuten einließ und nun exklusiv für Cobblepot arbeitet. Seitdem wickelt er in der ganzen Stadt Waffendeals mit diversen Käufern und Anbietern ab. Er hält sich selbst für einen großen Komiker und Frauenhelden, ist aber nicht so weit als ein gewöhnlicher Krimineller, der hinter Gittern gehört. Das finde ich ein bisschen harsch. Ich finde schon, dass er ein guter Komiker ist, also ich finde die sehr witzig. So, okay, dann prüfen wir das jetzt, ob ich das da durchspringen kann. Ich weiß, das wurde so komisch, aber ich glaube nicht, dass ich mich da... Ich meine, das ist eine bruchsichere Scheibe, oder? Kann ich die echt durchspringen? Ah, echt? Ja, okay. Wer sind die hier? Also, das technologische Zeitalter, den das hier alles ist, ist auch ein bisschen seltsam. Die haben halt diese riesengroßen Kameras, ne? Ja, das ist eine normale Fotokamera, wahrscheinlich eine analoge, und das da ist halt eine Videokamera. Die sind auch absolut riesig. Die haben auch schon diese lustigen Blackgate-Kostüme an. Was haben wir hier noch? Jefferson. Naja, warum auch immer. Tür verschlossen. Oh, Menno. Ich möchte weiterhin feststellen, dass diese Türen hier noch so verschlossen sein können. Das ist, die sind eher so als Beweismittel dafür, dass jemand versucht hat, Spot-Verhörzimmer. Das SWAT hat seine eigenen Einrichtungen. Ich dachte eher, dass die halt irgendwie eher so eine Eingriffstruppe sind, ohne dass die tatsächlich Infrastruktur haben, die nur ein paar Polizei oder. Euer Kumpel Anarchy? Er wird die Stadt von Dreck wie euch säubern! Ach ja? Wenn er etwas säubern will, sollte er mit dir anfangen. Ja, macht mal! Ich kann nicht in die Rezeption? Doch, warte mal, irgendwo war doch. Ach ja, da oben. Hui! So, warte mal. Was haben wir denn hier? Was ist denn jetzt das hier eigentlich? Was ist denn jetzt diese Erschütterungsgranate eigentlich? Verstärkung! Was macht die denn? Okay. Dann auf die Haft. Und? Kommst du runter? Nö, eigentlich nicht. Ich werfe hier weiter eine Erschütterungsgranate, bis ihr alle umkippt. Was soll... Ihr seid in der Zentrale, ihr Affen. Also das soll dann werden. Tatsächlich mal eine Spezialfähigkeit benutzen können, ne? Das ist halt. Heute Nacht endet. Wieder ins Leere hauen. Ach. Was? Hat der jetzt tatsächlich als gepanzert? Was auch passiert, es ist noch nicht vorbei. Heute in aller Ruhe den Basie auf. Oh Mann. Alarmstufe 1. Achtung an das gesamte Personal. 211 im Gebäude. 622 auf der Wache. Ich wiederhole. Alarmstufe 1. Eindringling im Gebäude. Was? So viel zum Thema, wir schleichen uns durch. Sie sollten zur nächsten Notstelle. Machst du Witze? Da kriegen sie uns doch immer. Du checkst es nicht. Anarchy checkt es, aber du checkst es nicht, Mann. Ja, nee, super. Ja, dann geh doch mal zur nächsten Notstelle. Wende dich doch mal an die öffentlichen Behörden dieser Stadt um Frage um Hilfe. Ich habe gehört, das funktioniert super hier. Es ist doch gut, dass die Rezession von so einer Polizeibude. Achso, die ist auch zu, die Tür. Achso, jetzt springen wir uns natürlich durch das Holz durch, über das ich mich gerade vor 2 Sekunden aufgeregt habe. So, sieht doch schon wesentlich besser aus. Hier ist wieder eine Schreibmaschine. Der technische Stand dieser Welt ist außerordentlich. Löbte Klarts Board, Vision of Safety. Ja, super. Was für Bilder haben wir hier noch? Warte mal, ich hab doch irgendwo so eine Zoom-Ansicht, oder? Ernsthaft?
Also sie tun wirklich alles, damit die Leute maximal korrupt sind. Hier schön mit der Familie und dann der gleiche Dude im Nachtclub. Alter. So, Locker Nummer 2. Wie schön. Nur autorisierte Personen. Egal, was da draußen los ist. Ich habe ein größeres Problem. Wenn ich diesem Schwein nicht gebe, was er will, schickt er die Aufnahmen an die Presse. Was soll ich jetzt machen? Ja, das freue ich mich auch. Möchte noch weiterreden? Ist das alles, was dir einfällt? Wie soll ich ihn denn killen, wenn ich nicht weiß, wer er ist? Der Typ ist ein Rätsel. Total enigmatisch. Ja, toller Ratschlag. Danke. Total enigmatisch? Ich hätte ihn noch einfach liegen lassen können, ne? Weil so schafft er das ja auch nicht, was er machen soll. Alarmstufe 1. Achtung an das gesamte Personal. 211 im Gebäude. 622 auf der Wache. Ich wiederhole. Alarmstufe 1. Eindringling im Gebäude. Ich liebe es ja, dass ich so subtil bin, ne? Das ist die schlimmste Art, Krimineller. Hey, Babor gibt's noch. Ihre Handlungen wären gerechtfertigt. Das System völlig missachtet. Verstehst du es nicht? Das System funktioniert nicht. Barbara, warte. Ah ja, ich mache mir eine Notiz. Potenziell Rekrutierungspersonal. Ich meine, das soll ja halt irgendwie die Origin-Story erzählen, ne? Das Spiel hat ja auch noch zigtausend Untergeschichten. Da können sie noch laufen. Ja, ich meine, sie war ja irgendwann eine Zeit lang noch Batgirl, ne? Das ist, du konntest ja in Arkham Knights, konntest du ja tatsächlich auch als sie spielen. Das war ja erst, das mit der Querschnittslähmung kam ja erst später, bevor sie zum Orakel wurde. Ich will, dass er diesen Bastard sofort ausschaltet. Es winkt dicke Kohle, falls ihr das nicht vermasselt. Ist doch geil, wie er eigentlich quasi... Tot ist, wird sich einiges ändern. Die Stadt wird morgen früh nicht mehr wiederzuerkennen sein. Wie quasi der, das ist ja immer noch die gleiche, das ist ein Polizeiquartier, das ist halt... Ständig Streife zu lang. Das ist halt genauso gebaut wie jedes andere... Wie jedes andere Verbrechenshauptquartier auch, ne? So wie deprimiert eigentlich. Ja. Könnte ich nicht einfach komplett ignorieren, einfach dahin durch die nächste Tür zu gehen, aber das Spiel ist halt so simpel, wie es ist, ne? Du kannst halt einfach nicht das nicht tun. Officer außer Gefecht! Er ist hier drin! Wenn immerhin sehen sie das jetzt. Vorgänger, haben sie das da gesehen, wenn die Leute aufgehört haben? Was ist denn mit dem passiert? Ich meine, gut, er ist halt auch noch beim Bewusstsein und schreit rum, ne? Der klingt den Boden auf, wer hat den Typen ausgebildet? Ja, das Ra's al Ghul, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wer hat ihn ausgebildet? Nachricht hinterlassen? Wir schicken ihm eine! Ausschwärmen und Feuer frei! Ich weiß nicht, was du willst, Batman, aber ich verspreche dir, im Leben kommst du hier nicht raus. Ich frag mich, ob wenn du die ganzen... Ob wenn du die ganzen Leute an anderer Stelle vorher umgehauen hättest? Verflucht! Das müsst ihr verhindern! Schnappt ihn euch! Geräuschloses Ausschalten und so, ne? Tja, die Fledermaus hat einen von euch erwischt. Woher wissen die das jetzt eigentlich wieder? Lass dich nicht gern so zurück. Schaltet ihn aus! Was? Gucken die eigentlich runter? Ja, schrecklich. Oh nein! Wieder gewinnt das Gewinn! Menno! Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Die Gerechtigkeit wurde Genüge getan, Jungs. Also, sehen wir mal unter die Maske. Ja, das wäre sehr spaßig. Könnte nicht Rain Enterprise einfach die ganzen Leute bezahlen? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Zweite Abteilung?
bin ich hier gerade? Achso. Meinst du, ging's mir? Ja, ja, eben. Das ist einfach die. Das ist, oder die Gegend erpressen. Hm, ja, also, wenn ihr euch weiterhin vom Pinguin bezahlen lasst, also. Dann holen wir deine Tochter mal ab. Ist das so? Das ist komplett als Gegenentwurf. Wenn du deine Arbeit nicht richtig machst. Könnte sein, dass du da deine Frau nicht mehr Leben vorfindest, wenn du nach Hause kommst. Da stimmt auch die Kohle. Ja, anscheinend haben die ja, ist ja das Geld auch einer der Kritikpunkte hier. Schießt sofort bei Sichtkontakt, sobald ihr etwas Ungewöhnliches seht. Ja, am besten ihr blickt euch aber nicht so viel um. Nach Lobs Abgang werden vielleicht ein paar neue Stellen frei. Ich werde endlich detektiert. Ich bin Black Mask wohl was schön. Ah! Warum ist der denn hier oben? Ich dachte, der ist da drunter. Wer war das? Verteidige dich, du Anfriedfledermaus, da drüben! Das ist ja noch. Das ist halt absolut normal. Ich dachte, er steht weiter unten. Dann lande ich ja direkt vor dem. Oh Mann. Dich stellen sollen, als du noch die Chance es gab in Arkham Asylum okay, irgendeinen Jungs, Raum, schaff diesen Dreck hier raus. Der sehr ähnlich wie der hier war, auch so vom Aufbau her, den ich auch sehr oft gespielt habe, weil ich halt versucht habe, das irgendwie gut zu machen und dann das eher so mittelgut laufen. Vor allem mein erster Versuch war ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Batman ist im Gebäude. Er kommt direkt auf eure Position zu. Bereit machen! Aber das ist ja laut, ne, wenn ich das mache. Oder? Schieße auf Verdächtigen! Hallo? Das war überhaupt nicht, was ich gerade machen wollte. Also mein Plan war übrigens gerade, dass ich den Typen kurz mit den Batarangs zuwerfe und dann zu ihm hinlaufe, ihn bewusst zu schlagen und weitermache. Oh naja, jetzt ist halt passiert, was passiert ist. Ich sehe, dass der Typ da oben gerade alleine ist. Gebt euch Deckung, Männer. Lasst euch von dem Bastard nicht überrumpeln. Jetzt klingt immer noch das Telefon. Er ist noch hier, das kann ich fühlen. Ja, ja, sicher. Hui, zack. Überwacht weiter eure Sektoren, bleibt wachsam. Gib einfach auf, Batman. Dass ihr auf keinen Fall lebens rauskommt. Ja, ja, das ist auf jeden Fall Fakt, würde ich sagen. Das kommt in meinen Bericht. Das ist ein Spruch. Hä? Hallo? Hallo, was ist denn das? Hetzen wir die Hunde. Also. Ach, guck mal, hier oben hätte ich so ein. Also ich muss zugeben, meine Schleichtaktik ist gerade so. Ich sag mal so optimal. Das zieht sich ja alles gerade unnötig in die Länge. Aber es sind tatsächlich nur noch vier Mann. Beziehungsweise, wenn das so weitergeht, gleich nur noch drei. Ihr seid alle gefeuert, wenn ihr das hier verbockt. Ja, Sir. Ach, hier wäre die Alarmanlage gewesen. Oh, gut zu wissen. So, die drehen sich jetzt bestimmt gleich wieder random um, oder? Der Laden gehört uns. Und wir gehen erst, wenn wir den Verdächtiger wieder aufgetaucht sind. Wie denn? Bestätige. Wolltest du mich verarschen? Ja, er dreht sich einfach um. Du hättest dich stellen sollen, als du noch die Chance hattest. Okay, Jungs. Schaff diesen Dreck hier raus. Er lügt sich aber auch so ein bisschen selber an, ne? Mit so einer Aussage, mit ich hätte mich stellen sollen. Du standst an einem Stück, das nicht hochklappen konnte, deswegen ging das nicht. Ja, aber nein, ich wollte nicht nach oben. Ich wollte weitergehen im Gang. Das war ja mein Problem. Ich wollte einfach den Gang weiterklettern, mir den Typen greifen und wieder verschwinden. Er kommt
kommt direkt auf eure Position zu. Bereit machen! So, möchte mir jetzt eigentlich irgendjemand nochmal sagen, wofür ich eigentlich diese lächerlichen Erstürmungsgranaten abgegriffen habe? Also... Sollte für nächstes Jahr anpeilen, Detective zu werden. Da stimmt auch die Kohle. So, der Typ hier oben ist alleine, ne? Der ist also ein easy erstes Opfer, weil der andere Typ kommt nur die Treppe hoch. Nach Lob. Macht Meldung! Wir brauchen Verstärkung! So. Der Dude unter mir ist jetzt auch ziemlich alleine, ne? Hey, alles in Ordnung? Hey! Hinter seinem Schreibtisch bleiben sollen. Ich hab immer kurz eure Sektoren. Die haben mich nicht gesehen? Sechs noch. Okay, gut, dann. Müssen wir jetzt einmal komplett hier nochmal im Kreis laufen. Und dann können wir eventuell, wenn wir halbwegs schnell sind, können wir den Typen hier einfach runtergreifen. So, in welche Richtung läuft der? Oh. So, dann müssen wir uns jetzt leider mal zurückziehen, weil das ist ja eher schlecht, ne? Das will ich hier so sehen. Hm. Ich habe das Gefühl, dass meine lustige Flugtaktik nicht so gut funktioniert, weil sie mich schon einmal gesehen haben. So, dann verschwinden wir hier mal einmal durch die Dinger. Wie sind es denn noch? Sind noch fünf. Aber. Batman, bitte! Oh. Okay, ich verstehe. Warum habe ich denn jetzt die Rauchbombe geworfen? Für was denn? Also ich verstehe diese Scheiße, also das ist halt, die Hälfte der Zeit funktioniert ja nicht. Er bleibt halt stehen. Also diese komische Erschütterungsdampf, was macht die denn? Okay, jetzt stehen wirklich alle nebeneinander, das ist natürlich selten dämlich. Was? Bleibt nicht so dicht zusammen? Was? Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie effektiven AOE oder so, ne? Gebt euch Deckung, Männer. Lasst euch von dem Bastard nicht überrumpeln. Also er gibt auf jeden Fall hier solide Tipps, muss ich sagen, ne? Also der Boss. Ich vermute langsam, der Verdächtige ist geflohen. Hat jemand Sichtkontakt? Nee, sonst würden die schon alle rumbrüllen wie so eine angestochene Sau. So, wir versuchen das hier nochmal mit den ganz heimlich ranschleichen. Soll jetzt hier keiner umdrehen, ne? Das ist ja, sonst funktioniert das hier nicht. Niemand ist kugelsicher. Bin schon lang genug dabei, um das zu wissen. Ja, ja. Statusbericht, verdammt! Wen hat's erwischt? Alle, um genau zu sein, eigentlich. Okay, das lief jetzt gerade. Wahrscheinlich gut. Es hat ja nur 3 Stunden gedauert. Oh, wir sind sogar gelevelt. Nicht, dass ich wüsste, das ist ein Cape, aber... Soll das ein Witz sein? Ja. So, okay. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit lustigen Witzen. Bis dahin. Ciao.